Hallo liebe Schüler, das ist mein Versuch mit einem Video zu lernen. Ich erzähle euch jetzt, wie man mit Dezimalbrüche durch 10, durch 100, durch 1000 und so weiter dividiert. Also nur durch diese Zehnerpotenzzahlen sagt man auch, oder Stufenzahlen kennt ihr ja schon, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 Million und so weiter. Wir schauen uns das genauso an, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Wir wissen noch nicht, wie es mit Kommazahlen funktioniert, deswegen wandeln wir das Ganze erst einmal in Brüche um. 12,3 sind so viel wie 123 Zehntel. Könnt ihr euch erinnern? Wir zählen, wie viele Kommastellen es sind, ergänzen Nullen unten dran. In dem Fall ist es eine Kommastelle, also steht unten die 1 mit einer Null dran. Und oben schreiben wir die Zahl ab, was ohne Komma dran steht. 123 Zehntel geteilt durch 10 Eintel. 10 kann man ja als 10 Eintel schreiben. Dann erinnert ihr euch, ist das Ganze der Kehrwert. Ein geteilt durch einen Bruch wird mit dem Kehrwert multipliziert. Das heißt, ich habe danach dran stehen 123 Hundertstel. In dem Fall konnte ich natürlich nicht kürzen. So, aber was machen wir mit dem 123 Hundertstel? Das können wir wieder zurücktransferieren in eine Kommazahl. Denn wir wissen ja von vorher noch, dass zwei Nullen im Nenner so viel wie zwei Kommastellen bedeuten. Also lautet diese Zahl 1,23. Das Ganze machen wir jetzt gleich nochmal. Wir dividieren hier durch 100, heißt wieder 876 Zehntel geteilt durch 100 Eintel, das im Kehrwert multipliziert wird und anschließend wird zusammengefasst. 10 mal 100 ergibt 1000, also steht 876 Tausendstel dran. Dieses Mal hat quasi meine Zahl hier 3 Kommastellen, also muss ich zurückzählen. 1, 2, 3. Das heißt, das Komma kommt vor die 8. 0,876. Bei der nächsten Aufgabe geht genau das gleiche. Diesmal sind es 913 Zehntel geteilt durch 1000. Kehrwert multiplizieren, unten kommt 10.000 raus. Diesmal haben wir das Problem, wir müssen 1, 2, 3, 4 Kommastellen setzen. 1, 2, 3, ups, wir haben nur 3 Stellen. Das heißt, wir müssen eine 0 ergänzen. Seht ihr hier? Dann das Komma setzen und dann eine 0 setzen. Also kommt hier in dem Fall 0,0913 raus. Schaut euch mal den Weg von hier nach hier an. Was ist passiert, als ich durch 10 dividiert habe? Was ist passiert, als ich durch 100 dividiert habe? Und was ist passiert, als ich durch 1000 dividiert habe? Es ist nichts anderes passiert, als dass das Komma gewandert ist. Bei der Division um eine Stelle, bei der Division um zwei Stellen und bei der Division um drei Stellen. Und das lag natürlich daran, dass ich hier durch 10, durch hier durch 100 und hier durch 1000 dividiert habe. Das heißt, man könnte zusammenfassend feststellen, ein Dezimalbruch wird durch 10, 100, 1000 dividiert, indem man das Komma um 1, 2, 3 Stellen nach links rückt. Also hier haben wir durch 10 dividiert, heißt eine Stelle nach links. Hier haben wir durch 100 dividiert, 2 Nullen, heißt 2 Stellen nach links. Hier haben wir durch 1000 dividiert, also 3 Stellen nach links. Für fehlende Ziffern, das war bei der letzten Aufgabe der Fall, werden Nullen geschrieben. Das müssen wir halt dann ergänzen. Ja, wisst ihr noch von vorher, hat man das Problem, wir müssen 3 Stellen verschieben. 1, 2, es fehlt eine Stelle, also ergänze ich eine 0 und dann habe ich 0,0913. Im Endeffekt funktioniert das ganz genauso wie Dezimalbrüche mit 10, 100, 1000 multiplizieren, nur versetzen wir das Komma in die andere Richtung. Und das kennt ihr auch schon von den Größen. Wenn wir quasi in die nächst kleinere, größere Einheit verschoben haben, zum Beispiel von Meter in Kilometer, haben wir auch Kommas verschoben. Und das ist genau das Gleiche. Das, was ihr jetzt hier seht, bitte ins Heft abschreiben. Wenn ihr ab und zu ab sofort so Aufgaben seht, mit geteilt durch 10, geteilt durch 100, geteilt durch 1000, dann dürft ihr direkt das Ergebnis so hinschreiben und müsst natürlich nicht mehr, wie das hier in der Mitte schwarz markiert, erst in Brüche umrechnen, sondern ihr dürft es dann direkt machen.